Die Binomialverteilung und die Poisson-Verteilung sind sehr eng verwandt. Besonders dann, wenn die Anzahl der Trials n groß ist. Statistiker sind hier mit mindestens 100 zufrieden. Und der Erwartungswert der Binomialverteilung n mal p relativ klein ist, höchstens 10. In diesem Fall sind Binomial- und Poisson-Verteilung kaum noch voneinander zu unterscheiden. Wenn? Ja, wenn man für Lambda den Erwartungswert der Binomialverteilung einsetzt, nämlich n mal p. In diesem Falle für Lambda gleich n mal p nähern sich die von Binomial- und Poisson-Verteilung berechneten Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Trefferhäufigkeiten nahezu perfekt an. Vergleichen wir das mal an einer Simulation. Ich habe hier Binomial- und Poisson-Verteilung für unseren fünfmaligen Münzwurf skizziert. Wir hatten 5 Trials, wobei in jedem davon die Trefferwahrscheinlichkeit 0,5 betrug. Die grüne Kurve ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Trefferhäufigkeiten, die uns die Binomialverteilung mit n gleich 5 und p gleich 0,5 liefert. Die rote Kurve ist dasselbe aus der Poisson-Verteilung mit Lambda gleich n mal p gleich 2,5. Was habe ich gerade gesagt? Damit Binomial- und Poisson-Verteilung einander ähnlich werden, braucht man mindestens ein n von 100. Das ist hier lange nicht so. Die beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind dementsprechend deutlich verschieden. Obwohl das also erstmal nicht passt, sehen wir an diesem Beispiel trotzdem ganz gut den fundamentalen Unterschied zwischen Binomial- und Poisson-Verteilung. Die Poisson-Verteilung war unendlich abzählbar, die Binomialverteilung endlich abzählbar. In unserem Beispiel heißt das ganz konkret, mehr als 5 Treffer können wir bei 5 Münzwürfen gar nicht beobachten. Mehr als 5 mal Zahl bei 5 Münzwürfen, das geht nicht. Die Binomialverteilung, die macht das richtig. Sie hört bei 5 Treffern auf. Die Poisson-Verteilung nicht. Die Poisson-Verteilung berechnet klaglos eine Trefferwahrscheinlichkeit für 6 Treffer von ungefähr 0,025. Das ist natürlich Quark, aber eine unveränderbare Eigenschaft der Poisson-Verteilung. Für ihren Anwendungszweck macht das aber auch total Sinn. Denn wo 5 Vulkane in 10 Jahren ausbrechen können, da können auch 6 Vulkane in 10 Jahren ausbrechen. Oder 7, oder 8, oder 9, oder wie viel auch immer. Der Ereignishäufigkeit bei echten Einsatzzwecken der Poisson-Verteilung sind nach oben, zumindest theoretisch, keine Grenzen gesetzt. Okay, weiter hier mit unserer Simulation. Setzen wir nun mal n rauf auf 100. Die Binomialverteilung berechnet sich also mit n gleich 100 und p gleich 0,5. Die Poisson-Verteilung mit Lambda gleich n mal p gleich 50. Das ist viel zu viel für eine gute Annäherung. Lambda soll höchstens 10 sein, haben uns Statistiker gesagt. Das kriegen wir nur hin, wenn wir die Trefferwahrscheinlichkeit p runtersetzen. Ich gehe mal runter auf p gleich 0,1. Jetzt sind die Vorgaben, die uns die Statistik für eine gute Annäherung der beiden Verteilungen gemacht hat, so gerade eben erfüllt. N ist 100 und n mal p ist 10. Man sieht, dass die beiden Verteilungen tatsächlich sehr viel enger zusammenliegen. Ich gehe mit der Trefferwahrscheinlichkeit p noch weiter runter. Sagen wir auf 0,025. Wow! Binomial- und Poisson-Verteilung sind fast nicht mehr zu trennen. Wenn wir also ein seltenes Ereignis haben, das heißt ein dichotomes Zufallsexperiment mit sehr unwahrscheinlichem Treffen, und wenn wir wissen, wie oft dieses Experiment durchgeführt werden soll, dann können wir die Poisson-Verteilung benutzen, um die Wahrscheinlichkeiten für das x-malige Auftreten des seltenen Ereignisses zu berechnen. Eben die Wahrscheinlichkeitsfunktion für das verschieden häufige Vorkommen dieses seltenen Ereignisses. Ihr dürft mich jetzt mit Fug und Recht fragen, warum wir das tun sollen. Wenn wir n und p gegeben haben und damit alle Informationen für die Anwendung der Binomialverteilung, warum sollen wir dann die Poisson-Verteilung benutzen? Die Binomialverteilung, die scheint doch irgendwie exakter, denn sie ergibt sich zwingend aus einem solchen dichotomen Zufallsexperiment mit gegebenem n und gegebenem p. Was hat denn hier die Poisson-Verteilung verloren mit ihrer seltsamen Formel, für die wir nicht mal den Grund kennen? Das ist eine gute Frage und ich habe keine Antwort darauf.
Es gibt keinen Grund, die Poisson-Verteilung zu verwenden, um eine Wahrscheinlichkeitsfunktion zu bestimmen, wenn wir alle Informationen haben, um auch die Binomialverteilung benutzen zu können. Ganz im Gegenteil, bei unseren klassischen Bernoulli-Experimenten mit fester Trialzahl n liegt die Poisson-Verteilung immer daneben. Vielleicht wenig, aber die einzig wahre, die korrekte Lösung liefert immer nur die Binomialverteilung. Aber viele Statistikdozenten gehen auf die Ähnlichkeit zwischen der Poisson- und der Binomialverteilung bei großem n und kleinem p total ab, weil es eine nette theoretische Spielerei ist. Deshalb habe ich das hier auch gebührend erwähnen wollen, damit ihr mir hinterher nicht sagen könnt, ich hätte euch etwas vorenthalten. Grundsätzlich aber könnt ihr euch ein für alle Mal merken, wenn n und p gegeben sind, immer die Binomialverteilung benutzen. Erst dann, wenn wir nur die erwartete oder irgendeine durchschnittliche Häufigkeit eines Ereignisses in einem Zeitintervall kennen, aber eben nicht, wie oft man es denn in diesem Zeitintervall probiert hat, greifen wir zur Poisson-Verteilung. Bei unseren beiden Beispielen also war das total sinnvoll. Ladislaus Borkiewicz, der wusste nicht, wie viele versuchte Tritte von Pferden es gegeben hatte. Und unsere Geologin, die wusste ebenso wenig, wie oft in 10 Jahren ein Vulkan versucht hat auszubrechen. In den meisten Anwendungen der empirischen Statistik aber, da kennen wir die Anzahl der Trials. Die Patientenanzahl bei unserer Mediziner, die Anzahl der Metallstreben unseres Ingenieurs oder die Anzahl der Kinder, die der Psychologe beobachtet, alle bekannt. Und deshalb hier immer Binomialverteilung und sonst nichts.